Ey, Leute, willkommen zu einer neuen Let's Play Minecraft-Folge. Wie ihr seht, stehe ich hier in meinem kleinen Gewächshaus. Kann man das so sagen? Ja, ne? Ja, in dieser Folge hoffe ich doch endlich mal, dass ich jetzt diese blöde Mobfarm fertig bauen kann. So langsam habe ich nämlich keine Geduld mehr. Ich möchte auch andere Projekte gerne noch machen. Was ich offscreen noch gemacht habe, ist das hier. Ja. Ja, ich habe hier... Habe ich noch den Rest weggehauen und hier erstmal Holzboden ein bisschen reingemacht. Hier die Wände ein bisschen verschönert und oben die Decke hier mit den Kürbissen, die über waren, hier reingehämmert. Wir könnten vielleicht hier noch ein paar Kisten hinmachen, mal schauen. Keine Ahnung, aber das ist so grob erstmal geplant. Eigentlich bräuchte ich noch Lavablöcke. Dafür müsste ich leider in die Hölle gehen. Und da oben müssen wir auch gerade mal noch fertig machen. Dafür brauchen wir Glas. Glas haben wir. Das machen wir nämlich eben schnell fertig. Und dann haben wir das so weit, so gut, glaube ich, auch dann fertig. Ja. Mal schauen, was wir hier noch machen müssen, hier draußen. Ich glaube, da muss noch ein Dach rein. Was, ein Enderman? Oder war ich das? Ich glaube, ich war es. So, ja, das heißt, hier müssen wir noch Glas hochziehen. Das mache ich doch glatt mal. Müssen wir dann doch mit einem Matscheblock machen. So, da muss ich mal kurz gucken hier. Auf jeden Fall hier hoch. Weil ich steck mich jetzt an. Ach, hier muss Holz hin. Haben wir auch im Angebot. Kein Problem. So, dann kommt wieder Glas. Das Mittelding müssen wir noch machen. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mit Glas, oder? Ach, komm hier. Was mache ich denn da? Scheiße! Nein! Das muss ich hier gar nicht machen. Mann! Ah. Darf ich mal bitte verlangen, dass ich hier durchkomme? Dankeschön. So. Mit Glas. So. Und noch einmal. Danke. So. Gut, ich überlege gerade. Dann müssen wir trotz allem hier was machen, damit wir hier nicht so durchfutscheln. Wir müssen ein Stück Holz hin. Kriege ich jetzt gerade nicht hin. Also da muss ein Stück Holz hin. Dann müssen wir hier zumachen. Ich habe leider nicht so viele von diesen Dingern hier. Hier hin und... müssen hier noch zubauen. Ich nehme jetzt einfach mal von hier vorne irgendwelche wieder weg. So, damit wir hier bauen können. So, das ist eine gute Idee, oder? Das muss hier zugemacht werden zuerst. Das ist sehr wichtig. Da den... Oh, einen noch. Gut. So. Ich glaube, das haben wir soweit fertig. Aua. Ist überhaupt nicht beleuchtet. So, und jetzt kommt hier Holz hin. Dort. Muss das sein? Das Holzstück? Nee, ne? Schwach, das Holz muss gar nicht sein. Mensch, ganz vergessen. Gut, dann können wir das so lassen. Wir können ja ein bisschen Beleuchtung hier hin machen, so. Dazwischen. So, achso. Fackeln. So. Machen wir hier ein bisschen Beleuchtung hin. Das sieht doch gut aus. Auch noch. So. Gut. Dann hätten wir es soweit. Okay. Ich müsste jetzt vielleicht noch hier auf der Außenseite so ein Ding machen. Aber sonst sind wir so gut, wie fertig. Meine Güte. Ich schaue mal kurz von innen drin. Ne? Die Musik ist mir zu anstrengend. Ich habe mal eine andere Playlist gemacht. In der Hoffnung, dass es nicht so langweilig wird. Ich frage mich, ob der eine Bewohner noch da ist. Und ich habe das Gehege von den Kühen ein wenig größer gemacht. Soll ich mal? Da könnt ihr immer wieder füttern, ne? Ich brauche nämlich viel mehr Leder noch. Die ganze Bezeichnung für die Bücher und alles. Wer will noch? Wer hat noch nicht? Wer hat noch nicht? Noch wer? Ich glaube, es haben alle. Noch wer? Na? Okay, ich glaube, es haben alle. Deswegen
Ja, interessiert niemanden mehr. So, dann schaue ich jetzt mal, ob das hier alles so richtig ist. Na, und die schön aufpassen. Hier geht's hin. Okay, hier müsste auch alles... Oh nein, nein, Leute, ich habe das Schild vergessen. Ach. Ich muss doch da oben... Ich muss da so Wasser reinfüllen hier vorne. Ja, okay, dann mache ich das mit dem Wasser und dem Schild jetzt gleich. Mann, hab's vergessen. Okay, Schilder. Lass ich die Treppen mal hier. Die Kürbisse können eigentlich auch hier bleiben. So, jetzt haben wir Schilder. Jetzt nehmen wir die ganzen Wassereimer hier mit. Und hoffen, dass alles gut geht. So, okay. Ja, Lavablöcke muss ich dann noch holen. Aber das können wir dann immer noch machen. Ich werde jetzt erst einmal wieder runtergehen. Ja. Tja, ich müsste da irgendwie reinkommen, ne? Ich glaube, ich muss von oben reinspringen oder so. Leute, ich habe mir den eigenen Weg zugebaut. Geil, oder? Ich glaube, ich muss in die erste Etage und mit da weiterbauen. So. Ups. Nein. So, okay. Erste Etage. Zack. Und dann schauen wir hier mal, was wir hier haben. So. Hier ist zum Beispiel der ganze Dreck jetzt. Da bauen wir jetzt mal kurz bis oben hin. Genau. Da müssen wir so dran gehen. Gucken, ob das hier alles auch richtig ist. So. Das ist mit Glas. Das sollte alles funktionieren. Ja. Gut. Da muss ich jetzt aber von unten anfangen. Das dann wegmachen. So, jetzt muss man kurz schauen. Gut, es geht bis da unten hin. Leute, ich würde sagen, es geht los. Oh mein Gott. Ich werde jetzt erstmal nur das Wasser installieren. Die Fackeln, alles kann ich ja immer noch wegmachen. So, Leute. Das letzte Stück Wasser wird weggemacht und... Jetzt habe ich den Soulsand vergessen. Ist das euer Ernst? So, Leute, es geht los. Es geht los. Es wird ziemlich stressig und laut werden, deswegen werde ich hier so einen Zeitraffer oder so machen. Mal schauen. So, Leute, ich bin mal wieder da nach Ewigkeiten. Wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Ich werde in Creative wechseln und das Wasser mit Creative setzen. Es ist mir einfach... Es dauert, glaube ich, noch 7 Stunden oder so, bis ich fertig bin. Deswegen werde ich jetzt in Dings wechseln und werde in Creative das Wasser setzen. Das ist mir echt zu blöd. So, das ist wirklich ewig hier. So, wie ihr seht, ich gehe ins Menü. Ich werde hier Wasser eintragen und werde diesen einen Eimer dann auch später wieder wegschmeißen. Das werde ich euch noch zeigen. So, dann kann ich nämlich jetzt in Ruhe mal das Wasser setzen. Ah, super. Das wird nämlich hier ewig sonst dauern. Tut mir leid für einige, die jetzt total enttäuscht sind oder so. Tja, es ist so viel einfacher. So, Leute, ich bin wieder zurück und ich werde diesen Eimer jetzt wegschmeißen. Ja, okay? Da, ich habe ihn weggetan. So, jetzt werde ich den Creative-Modus wieder ändern. In Survival natürlich. So. Das Problem, was ich jetzt habe, ich kann hier leider nicht... Oder so nochmal zwei Wasser wegen dem Spülding hier. Ich muss gleich mal gucken, ob ich das hier... Weiß es gar nicht. Ich glaube hier dran. So, die Schilder sind hier dran.
Ich brauche eigentlich die Lava-Blöcke, aber ich kann auch erstmal ohne arbeiten. Ich kann das ja dann immer noch machen. So, okay, jetzt kommt hier noch Wasser hin. Und hier vorne, es wird wahrscheinlich gleich alles wegspülen hier. Gut, hier einmal Wasser bitte. Und einmal hier Wasser. So. Und dann sollte es hoffentlich alles funktionieren. Dann sollte das soweit funktionieren. Dann machen wir jetzt die Fackeln weg. Und dann kommt der Wahrheit, die Wahrheit ans Licht. So, da bin ich wieder zurück. Und wir brauchen ein wenig Holz. Das haben wir ja. Wir brauchen ein wenig Eisen für die Trichter. Wir brauchen zwei Trichter, das heißt zwei Kisten. Muss ich mal kurz gucken. So, nicht so. So vielleicht. Hä? So? Ah, okay. Noch eine Kiste. Komm da drunter. Und die Lava-Blöcke machen wir dann später. Ja, das macht ja nichts. Okay, das heißt, hier müssen die Hopper hin. Oh. Wie weit darf ich das hier zubauen? Ich muss mal kurz gucken. Schau mal kurz. Können wir bis hier zumindest bauen? Weil das wäre geil. Okay, hier kommen die Trichter hin, beziehungsweise wir machen jetzt erst einmal die Kisten hin. Dann kommen hier die Trichter hin. Ups, wenn es geht in Richtung Kiste, an die Kiste ran. So, gut, das hätten wir auch. Kiste kann man noch öffnen. Und hier kommt jetzt einmal solch eine Ding hin. Und am besten müsste ich jetzt auch mal einen tiefer gehen. Das glaube ich, die glaube, wir sind auch falsch platziert. Hier, so, okay, so wollte ich es bauen, genau. Und dann müssen wir mal gucken, wir müssen noch einen tiefer. Ja, und da haben wir ein kleines Salat, einen kleinen Salat. Okay, das heißt, wir müssen hier auch ein Stückchen runter. Machen wir einfach auch mit Klini. Ja, ein bisschen mit Klini, ne? So vielleicht. Ich hoffe, das geht unten mit der Falle, ne? Müssen wir hier vielleicht doch runtergehen. Tatsache. Hm. Okay. Mhm. So, so. Wir können vielleicht hier auch Halbstufen nehmen. Mal gucken. Dann können sie immer noch hauen. Gut, machen wir das. Leute, wir sind soweit fertig, glaube ich. Dann kann ich ja jetzt unten die Fackeln wegmachen. Das mache ich mal eben. Ich fange am besten ganz unten an oder so. So. Oh Gott. Nachher spawnt hier noch was, ey. So, lasst mich mal bitte hier rüber. So. Gut. Es wird alles gut funktionieren. Hui. Das kann alles weg. Das ist alles soweit richtig, hoffe ich. Dann kann ich ja jetzt abhauen. Huh, so. Zack. Okay, erste Etage fertig. Kommen wir zur zweiten Etage. So. Ja, wir haben jetzt gleich noch vier, fünf Etagen vor uns. Aber ich bin gespannt, wie das Endresultat dann ist. Wir sehen uns gleich wieder. So, das war jetzt die letzte Abteilung. Jetzt müssen wir einfach nur noch abwarten und hoffen, dass hier etwas ankommt. Ich sehe aber einen Skelly dort. Ich weiß nicht, ob das draußen rumlungert. Ja. Was machst du da draußen? You, buddy, buddy, buddy. Wahrscheinlich ist es gerade Tag geworden oder was? Hey. Ja, es ist Tag geworden. Deswegen ist auch nichts gespawnt. Das heißt, wir müssen jetzt einfach Geduld haben. Und hoffen, dass da alles funktioniert. So, Leute. Das heißt, wir müssen jetzt einfach nur noch ein bisschen warten. Hoffen, dass etwas spawnt und dass es jetzt alles so funktioniert, wie ich das will. Vielleicht dauert es ein bisschen. Vielleicht müssen die Höhlen auch noch erst ausgeleuchtet werden. Ich habe keine Ahnung. Ist halt kein Spawner, ne? Können wir mal kurz gucken, weiter unten, ob wir da irgendwelche Mobs finden?
Noch nichts da. Können wir mal kurz hier runter gucken und schauen, ob hier auf der Strecke schon was gespawnt ist. Oder er ist doch am hängen geblieben. Buddy? Ich glaube, er ist hängen geblieben. Naja, ich meine, früher oder später wird das hoffentlich funktionieren. Hä? Ah, da ist er. Okay, wir müssen natürlich jetzt warten, genau, bis ein anderer Zombie kommt und den da rein pusht oder so. Oder bis zwei, drei Sachen, Viecher kommen. So, die Zombies chillen hier immer noch rum. Ja, ich glaube, ich muss erst weiter ausleuchten, damit hier mehr spawnt und dann geht's hier richtig ab, würde ich sagen. Könnt ihr mal bitte in meinen Strom fließen oder so? Wäre sehr verbunden. Oder ich muss da euch ein bisschen nachhelfen gerade mal. Okay, wartet. Ja, zack. Ja, da habe ich es jetzt getan, Leute. Dann werde ich jetzt mal schauen, ob die da oben auch ankommen. Oder? Nee. Da hängt noch einer fest, okay. Ich meine, hängt nicht fest, aber wisst schon, was ich meine. So, dann schauen wir mal oben, ob die angekommen sind. Ich hoffe es. Oh, ich höre etwas. Hallo! Oh, ich habe sogar so einen Triton-Typen. Ja, geil. Leute, gucken, wie lange ich brauche. 1, 2, 3, 4, 5. Oh mein Gott. Also ich brauche schon ewig, die kaputt zu hauen. Aber es ist einer noch dazugekommen, glaube ich, ne? Hier so ein Triton-Typen. Nice. So, das sind die ersten Mobs gewesen, Leute. War nicht schlecht, würde ich sagen. Wie gesagt, ich muss doch alles richtig gut ausleuchten. Und dann würde ich sagen, das mache ich offscreen vielleicht. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.